Es sind nicht mehr allzu viele Tage bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und so wollen wir doch mal erneut auf die aktuellen Umfragewerte schauen. Stichtag für diese Umfragewerte war der Freitag, der 26. August 2016. Und an diesem Tag gab es sogar eine neue Umfrage, und zwar jene von der Forschungsgruppe Wahlen. Und wir sehen hier, was dort veröffentlicht worden ist. Die Linke würde nur noch 13 Prozentpunkte erhalten, die SPD käme auf 28 Prozentpunkte, die Grünen würden im Vergleich zu 2011 auch zurückfallen auf 6 Prozentpunkte der Stimmen. Die FDP hat gar keinen Wert zugeteilt bekommen, das spricht also für einen Wert kleiner als 3%. Die CDU käme auf 22%, dicht gefolgt von der AfD mit 21 Prozentpunkten, und die NPD käme auf 3 Prozentpunkten der Stimmen. Nun ist das so, dass gerade im August es eben mehrere Umfrageergebnisse gegeben hat, und so ist es eigentlich auch sinnvoll, diese gesamten Umfragen einmal mit einzubeziehen und dann eben den Schnitt zu bilden. Und so sehen wir die aktuelle Entwicklung seit Mitte August. Davor gab es noch eine Umfrage Ende Juni, die zumindest in kleinen Bruchteilen noch eingeflossen ist. Und wir sehen hier die aktuelle Entwicklung. Die CDU hat seit Mitte August ihre Führungsposition verloren, ist um 1 Prozentpunkt im Schnitt gefallen auf nur noch 23%. Die SPD dagegen hat eine ansteigende Form kurz vor der Landtagswahl und kommt jetzt auf 25,4%. Möglicherweise liegt das eben daran, dass Kaffier, also der Herausforderer von Seiten der CDU, unbeliebter ist als Erwin Sellering von der SPD. Und es scheint ja auch vieles auf eine große Koalition wieder hinauszulaufen. Und dann wünscht man sich doch in Mecklenburg-Vorpommern wieder eine Regierung unter Erwin Sellering und nicht unter Kaffier. Das könnte also der Grund sein für diesen Anschub und ja, diesen Schub nach oben für die SPD. Die AfD kommt jetzt so allmählich im Schnitt auf 20 Prozentpunkte. Die Linken fallen auf nur noch 15,8%. Die Grünen kommen auf 6% im Schnitt und die FDP verharrt bei ja, etwa 3% der Stimmen. Wie gesagt, bei dieser neuesten Umfrage gab es keinen Wert, also ist es schwierig jetzt abzuschätzen, welchen Wert sie denn gehabt haben. Aber sagen wir mal, 3% ist das, was so die anderen Meinungsumfrageinstituten immer angeben, also ist 3% auch der Schnitt. Und wenn wir jetzt eben diese neuesten Schnittwerte nehmen, dann erhalten wir also folgendes Ergebnis: 15,8 für die Linke, 25,4 für die SPD, 6 für die Grünen, 3% für die FDP, 23 für die CDU, 19,8 für die AfD und 3,2 für die NPD. Und wir sehen, die FDP würde es erneut nicht in den Landtag schaffen und die NPD würde rausfliegen. Neu reinkommen würde dagegen die AfD und das mit knapp 20 Prozentpunkten, also als drittstärkste Kraft. Und wir haben ja gesehen, im neuesten Trend scheint es zumindest ein enges Rennen zwischen CDU und AfD werden zu können. Aber das war ja auch nur die Umfrage von der Forschungsgruppe Wahlen. Also, jetzt die Frage, welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es? Und wir müssen jetzt natürlich nicht 100% der Stimmen betrachten, sondern nur die, die dann auch ins Parlament kommen würden. Das sind 90%. Das heißt, sobald eine Koalition über 45% der Stimmen hätte, würde sie eine Mehrheit haben. Und wir sehen, Rot-Grün käme nur auf 31,4%. Das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Und somit wäre zum Beispiel die Große Koalition die einzige Möglichkeit, dass zwei Parteien eine Regierungsmehrheit hätten. Das wären insgesamt 48,4%. Das ist knapp über der Hälfte. Aber natürlich auch deutlich weniger als noch vor 5 Jahren. Und wir sehen hier auch, an wem es liegt momentan. Es liegt nicht an der CDU, sondern an der SPD, die ja im Vergleich zu 2011 momentan 10,2 Prozentpunkte schlechter dastünde. Also diese Zustimmung für die Große Koalition hat nachgelassen, aber sie würde momentan noch genügen, um dieses Bündnis weiterhin ja, zur Fortsetzung, zum Regieren zu verhelfen. Ansonsten wäre das einzige Bündnis, das auch noch ginge, ein rot-rot-grünes Bündnis mit 47,2% der Stimmen, wäre man auch knapp über diesen 45%. Ein Bündnis aus SPD, Grüne und CDU ist eigentlich eine Sache, die wir hier nicht betrachten müssen, denn es dankt ja für SPD und CDU und deswegen wäre ein
Reinholen der Grünen in die Koalition eigentlich etwas, was sehr unrealistisch zu diesem Zeitpunkt ist. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Beide Male wäre die SPD dabei und in beiden Fällen würde die SPD auch den Ministerpräsidenten stellen, denn die SPD, so scheint es, ist momentan auf dem besten Wege, das Amt des Ministerpräsidenten verteidigen zu können. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Das war also ein schneller Blick auf den momentanen Stand der Dinge in Mecklenburg-Vorpommern.